Also ich empfehle tatsächlich, den persönlichen Kontakt zu suchen, weil ich muss sagen, mir hat das sehr geholfen, einfach auch die Menschen zu sehen, die Menschen kennenzulernen, die dahinter stehen und auch zu sehen, wie akribisch jede Person für sich da was gefunden hat und ihre Liebe und Fürsorge und ehrenamtliche Zeit da reinsteckt. Das finde ich auch ganz faszinierend. Also ich finde, die Menschen sind einfach super, super spannend. Und deshalb finde ich, ja, es ist einfach wichtig, auch sich mit den Menschen zusammenzutun und es nicht ganz alleine zu machen, obwohl das natürlich auch geht. Also es ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage der Einstellung oder was einem auch liegt. Es geht natürlich auch ganz alleine am Rechner. Aber für mich ist tatsächlich die Community das Interessante und ich kann das halt auch nur empfehlen, da ein Teil davon zu sein und sich eben aktiv einzubringen. Ja, und dann natürlich das Thematische, also über Inhalte. Also wenn ich zum Beispiel eine Recherche mache, dann eben zu gucken, was finde ich in der Wikipedia. Und wenn ich aber dann merke, irgendwas fehlt, bestimmter Aspekt, zu dem ich mich gerade, womit ich mich gerade beschäftigt habe, wo ich jetzt gerade, weiß ich, das super neue Buch zugelesen habe, dann wäre es natürlich toll, diesen Aspekt reinzubringen und das nicht für mich zu behalten, sondern tatsächlich die Sachen zu ergänzen, die fehlen. Weil es fehlt viel. Es fehlt viel und es ist auch wichtig, ja, da sozusagen kontinuierlich immer weiter dran zu arbeiten, ohne sich persönlich zu übernehmen, ohne zu sagen, ich kann jetzt nicht die ganze Welt retten, das geht ja nicht. Ich kann ja immer nur einen kleinen Teil beitragen. Aber es ist auf jeden Fall viel möglich.